Hey Leute, ich bin's wieder, euer Shokazu. Ich wollte euch heute zeigen, einmal mein neues Giant Team. Fangen wir gleich mal damit an. Und wenn wir das haben, habe ich 890 Stones für Tiana. Und die würde ich gerne raushauen. Wo machen wir das hin? Machen wir das unter mein Gesicht irgendwie so. Machen wir das einfach mal hier hin. So. Ja. So. Ach, jetzt habe ich hier schon gestartet. Mir kam es ziemlich schnell vor. Das Ganze ist immer ein bisschen unterschiedlich. Kommt darauf an, ob Orochi sein letztes Skill macht oder nicht. Und Leute, nehmt es mir bitte nicht übel, dass nicht allzu viele Videos kommen jetzt über eure Ferien, euren Urlaub, je nachdem, weil ich muss arbeiten. Muss jetzt, oder ich bin jetzt heute arbeiten gewesen, morgen und Mittwoch muss ich auch arbeiten. Neujahr habe ich frei, also sozusagen verlängertes Wochenende. Ist in Ordnung, aber natürlich habe ich jetzt dadurch auch nicht wirklich überschüssige Zeit, wo ich sagen kann, okay, jetzt mache ich mehr Videos. Leider. Und ja, mich würde natürlich wieder mal interessieren, was ihr noch gerne sehen wollen würdet, was euch interessiert. Weil ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich viel wieder abgegrast. Natürlich kann ich euch mein aktuelles Dragons-Team zeigen, welches eigentlich gleich ist wie im Moment. Necro-Team bin ich gerade am Arbeiten. Ja, mein Raid-Team habe ich eigentlich auch schon mal gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es auf Video schon gezeigt habe, aber bei Blackie sieht man es auf Video. Also auf Blackie Bears YouTube. Und was haben wir hier? 1 Minute 20. Also sagen wir 1 Minute 30. Damit kann ich leben. Weil es auch noch relativ safe ist mit Chasun. Deswegen mit 1 Minute 30 kann ich leben. Ich dachte, es wären sogar fast 2, aber es kann wahrscheinlich in manchen Fällen auch nochmal schneller sein. Aber ja, Worldboss. Aber das war jetzt, denke ich mal, ein ganz durchschnittlicher Run. Gut, dann machen wir noch die Summons. Und dann war es auch schon wieder für heute. Wie gesagt, ich wollte noch ein kurzes Video bringen. Genau. Hoffen wir auf Tiana. Ich glaube, dass nichts kommt, aber was soll man machen? Einfach die Stones raushauen, mehr kann ich auch nicht tun. Wenn Blitze kommen, nicht skippen, sonst skippen. Wahrscheinlich kriegen wir gar keine Blitze. Heute wechsle ich mal kein Channel, weil wenn's was. Oh! Und Yen, oder wie sie heißt. Windrakshasa. Ist okay. Ich weiß nicht, die Summoning Rates von den Stones sind komisch. Einmal hatte ich nur 200 oder so und habe dreimal Lightning bekommen. Jetzt benutze ich hier 900, bekomme einmal Lightning. Letztes Mal habe ich 1000 benutzt, habe gar kein Lightning bekommen. Keine Ahnung, was ich von den Stones halten soll. Und der letzte Summon. Keine Blitze. Gut, keine Tiana. Ah, macht nichts. Obwohl, ich hätte jetzt ja eigentlich alles am Start. Ach, jetzt habe ich das Video schon angemacht. Das können wir gleich alles machen. Weil Arena habe ich, Guild Wars habe ich auch noch nicht gemacht und so weiter. Machen wir das auch noch. Ich bin jetzt zwar wieder auf Farm-Modus, aber ist egal. Dann geht's schneller. Dann seht ihr, wie ich das normalerweise unter der Woche mache, wenn ich schnell Punkte bekommen will. Ich habe wieder die Dreimann-Defense drin, dass ich low bleibe, weil ich immer noch nicht meine Gebäude fertig habe und ich würde meine Gebäude gerne fertig haben für die Arena.
Am Samurai habe ich wieder ein bisschen rumgetunt. Skills, Fähigkeiten gemaxt. Fähigkeiten nicht gemaxt. Ich laufe wieder Mist. Runen gemaxt. Soweit es ging. Sogar den Einser-Slot. Was haben wir hier? Sollte ich outspeeden können. Ich muss euch sagen, was für mich gefährliche Defenses sind im Moment, sind hauptsächlich welche, wo eine Chloe drin ist und ein Speedbuffer. Also ein Chloe und ein Bernard oder Chloe und ein Orion. Oder ein Woozer und ein Bernard. Zum Beispiel. Also jemand, der schnell Immunity bufft und zusätzlich noch ein Attack Bar Booster, weil meine Teams erlauben mir das nicht, gegen beides zu kämpfen, irgendwie. Also, weil das Problem ist, wenn, also es versteht sich, dass der der Immunity Buffer schnell sein muss, weil sonst macht es keinen Sinn. Wenn jetzt die Chloe nur 118 plus Speed hat, dann macht mir das Ganze nichts. Wenn jetzt aber eine Chloe in der Lage ist, zwischen meinem Bernard und meinen Attackern sich zu bewegen, dann sieht die ganze Sache schon beschissen aus. Weil dann bewegt sich Chloe, dann bewegt sich der Bernard oder wer auch immer. Und ja, ich gucke in ihre. Und gegen Bernards ist es immer sehr gefährlich. Weil wenn sie einen Buff machen, sind sie sowieso nur ein paar. Also sie sind im Normalfall sowieso nur ein paar Speed slower als ich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Cyrus spiele oder mit Triton, weil da noch eine Chloe ist, dann kommen die mir, funken die mir dazwischen. Und irgendwie werde ich dann immer so gestunt, dass es mir überhaupt nicht gefällt. Und das sind dann immer die Kämpfe, die mich ärgern. Ich habe auch nur Guardian 1 gekriegt die Woche. Habe mich von Conqueror 3 oder so, habe ich einmal refreshed, aber war knapp an den 100. Ich glaube, ein Kampf mehr und ich hätte Top 100 geschafft, aber das war irgendwie diese Woche witzig, weil musste gegen jeden zweimal kämpfen, weil immer genau das passiert ist, was mich kaputt macht. Ich habe ja drei Teams oder sowas und jedes Mal habe ich so gewählt, dass ich nochmal kämpfen musste. War ein bisschen unglücklich. Ja. Nebenbei zocke ich so ein bisschen Hearthstone. Das habe ich jetzt im langen Wochenende auch gemacht. Keine Ahnung, wenn ihr das auch mal sehen wollen würdet, wie ich Hearthstone spiele oder so, dann könnt ihr was unten reinschreiben. Kann ich euch auch gerne mal aufnehmen. Ich spiele es halt so nebenbei, so aus Jux und Tollerei. Weil man es schön neben Summoners War spielen kann, auf dem PC. Dann mache ich das manchmal das extreme Multitasking. Ich guck irgendeine Serie, spiele Summoners War und also Farm Giants oder sowas. Und spiele Hearthstone. Wenn mir komplett langweilig ist, weil dann ist die nicht mehr langweilig, dann musst du dich auf Film konzentrieren, die ich im Normalfall auf Englisch angucke, weil ich mag die deutsche Synchronisation irgendwie meistens nicht. Deswegen gucke ich eigentlich fast alle Serien und so weiter auf Englisch. Spiel Summoners War, muss darauf achten, wenn der Kampf vorbei ist. Und auf Hearthstone, was der Gegner macht. Das ist dann schon ganz nett eigentlich. Dann ist einem nicht mehr langweilig. Na, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf hättet, euch mal sowas anzugucken, dann ja, haut's einfach raus. Sagt es mir unten in den Kommentaren und dann machen wir das auch mal. Gut. Ja, wie ihr seht, ich kann hier fast alles mit meinem Standard-Team machen, ohne dass ich irgendwas wechseln muss. Und das ist halt schon echt lässig, wenn ich einfach hier reingehe, bam, bam, Feierabend. Und mir so die Punkte erspielen kann. Ich muss halt noch, weil jetzt der 2 Wochen Reset war, bin ich halt noch auf Silberstern, deswegen bekomme ich noch nicht so viele Punkte.
Ist so ein bisschen kacke gerade. Also ich bekomme jetzt jedes Mal nur 4 Punkte. Ja, ist egal. Schaut, Leute, der hatte eine Vanessa, einen Veramos, einen Belladion und einen Ariel. Ich sehe keine Gefahr und er ist nicht mal schnell. Er hat zwar eine Vanessa, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass Veramos mich outspeedet und Veramos hat einen Base Speed von 100. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er meinen Bernard outspeeden kann. Wenn er plus 140 Speed hätte oder so, dann könnte er wahrscheinlich dazwischen grätschen und irgendwas stunnen. Das könnte passieren. Aber hat er nicht. Also 240 Speed oder sowas müsste er haben, denke ich. Dass er mir dazwischen grätscht. Ja, egal. Das ist so ein Team da, das macht mir ein bisschen Sorgen, weil da glaube ich, das könnte ein besserer sein, der sich nur unten versteckt, so wie die Defense ausschaut. Okay, die Chloe ist kacken langsam. Yo. Ich habe zwei Sixers gemacht am Wochenende. Also eins war Chilling, mit dem ich immer noch nicht wirklich so weiß, was ich anfangen soll. Ich habe mir gedacht, der ist vielleicht cool für ein Dragons-Team. Habe dann doch irgendwie keins auf die Kette gebracht mit ihm. Also ich würde wahrscheinlich schon eins bauen können mit ihm, aber dann müsste ich wieder alles vom Raid und so weiter umwerfen, also mit Hua und sowas. Und da habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Und ja, jetzt ist er gerade auf Level 38 oder so und chillt da rum. Aber da werde ich mich auch noch mit beschäftigen, wenn ich mal Lust drauf habe. Ja, was jetzt ansteht, wenn der Stream hier aus, wenn der Stream, wenn der, wenn das Video hier aus ist, werde ich noch mit Blackie ein bisschen Runen-Upgrades farmen. Ich kann meinen Orion jetzt noch um einiges schneller machen. Ich kann meinen Bernard auch noch normalerweise um einiges schneller machen. Weil ich habe die Runde von Orion ein bisschen abgeändert am Wochenende. Ich habe nämlich eine Violent-Runde gefunden mit irgendwie plus 17 Speed. Hyuarim, oder? Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Ist zwar ein Guilty, aber ich hoffe mal, der Orion outspeedet mich nicht. Vermut's aber fast. Wenn der Orion mich outspeedet, dann habe ich verschissen, weil dann gibt's Villager Buff. Nein. Gut. Nein. Doppel-Resistance. Ach komm, hau mir halt ein Guilty auf meine Liste, oder? Watzenkack. Doppel-Resistant. Jetzt kommt die Villager dran, deswegen. Oh Gott, Chasun. Ich hasse Chasun. Warum müssen Chasuns das immer mit mir machen? Nice. Cyrus, es hat sich wirklich gelohnt, dass ich dich geskillt habe. Mein Cyrus braucht noch ein Skill-Up. Dann ist er durch. Buffen wir noch mit Speed. Und bum 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 bum. Nein! Hella. Chasun sollte sterben, theoretisch. Jetzt sowieso. Er kommt gar nicht dran. Gut. Wie viele Schwerter haben wir noch? Jetzt sollten noch zwei gekommen sein, genau. Und dann war es das auch wieder. Jetzt haben wir, ja. Ist gut, machen wir so.
Ach komm. Warum müssen Leute zurzeit immer resisten? Das nervt. Dann dauert der Kampf länger. Autsch. Der zieht. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt auf den Monkey gehe, dann hackt ihn Chandra. Ich weiß es ganz genau. Dieser blöde blaue Beastmonk. Dots? Nein. Nur auf Chandra. Ah, fuck. Das kann nicht. Das kann ich den Affen so killen, glaube ich. Hatte deine Villager gepult? Ah, bleh. Ist das Dream Booty? Nein. Dann greifen wir es an. Sieht zwar richtig nervig aus, ich vermute mal Velajul auf Velrunnen. Hoff mal nur Velajul. Ja. Aber die sind alle langsam. Ziemlich langsam. Fuck. Eladriel nicht bekommen. Ich glaube, Eladriel bei dem auch nicht bekommen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn beim Revive bekommen habe. Anscheinend doch. What the? Ich hasse das. Ist doch kacke. Immer machen die das mit mir, diese Erzengel. Da Defense breakt man sie für zwei Runden und immer brocken sie einmal, dass sie nicht mehr gedefense broken sind. Gedefense broken. Das total ungedeutschte Deutsch. Okay. Dann wäre das. Wie, wir müssen noch. Ach komm, oder? Hier wenigstens. Zeige euch mal, wie langweilig ich zurzeit meine Guildkämpfe spiele. Funktioniert nicht immer, aber geht kacken schnell. Hallo? Okay, ich brauche eh. Ich brauche eben Bernie. Also. Könntest du schneller laden? Das wäre sehr verbindlich. Würde mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich gehe auf Vermas. Ehrlich? Guter Junge. Guter Junge. Tech-Buff weg. Ist da irgendwas? Jetzt gehen wir auf Chisholm. Leo ist ein Verrückter. Ich glaube, dass Lucian drauf geht, aber Leo rettet die Sache. Oh, Attack by Decrease. Good. Buff. Oh, Amputation. Ja. Boom. Sogar Lucian hat überlebt. Okay. Tailwind. Oh, ich bin mir nicht so sicher. Gut. Bye bye, Babies. Hallo, machst du?
Gute, Mann. So, erster Kampf gewonnen. Was hat der hier? Load up. Okay. Switchen wir das. Und spielen das so. Hallo? Boss, du Mann. Ja, mit der Maus spielen ist irgendwie nicht so mein Fall. Perna Resist. Attack Break, bitte. Cool. Hallo? Kannst du das tun, Bernhard? Vielen Dank. Was ein Arschloch. Ich hoffe, meine Megan ist so schneller. Leo ist so ein cooler Typ. Ja, ich hab's mir gedacht. Fuck. Wähle Runen Orion. Ach komm, Leo carried das noch. Leo carried das noch. Leo carried das noch. Ich sag euch, Leo carried Leo ist der Beste, ich schwöre. Der Typ kriegt immer Procs, immer. Ich weiß nicht, was da abgeht. Er macht nichts, Leo. Wir brauchen jetzt, glaube ich, keine Procs mehr. Solange du Procs bekommst, wenn wir welche brauchen, ist alles gut. Gut, dass ich noch einen zweiten Luschen habe. Aber jetzt machen wir aber noch einen von denen hier. Noch irgendwen, den wir schnell killen können. Lol. Ja, machen wir einfach so. Ist egal. Gut. Mann, ich finde Akuma so geil. So ein cooles Monster. Komm! Triff! Triff! Ja! Okay, der Lucian hittet nicht so hart wie andere. Warum kannst du nicht nochmal Leo hitten? Mann, oh Mann, Thiomas, irgendwas musst du schon richtig machen, Alter. Ist dann irgendwas? Nie auf Luschen. Oh Mann. Kill ihn. So vielleicht? Jetzt gehen wir mal auf Chessun.
Wow. Sei du mal nicht so frech, lass meine Megan in Ruhe.